In der Salsa kann man, besonders nach Drehungen oder immer dann, wenn man die Hände über Kreuz gefasst hat, ein Caress einbauen. Fast immer. Nicht immer, aber es geht. Ein Caress bedeutet liebkosen, streicheln, und zwar in der Form, dass wir die Hand beispielsweise locker bei ihr über den Kopf in den Nacken legen oder bei ihm. Und das ist natürlich mit viel Gefühl, deswegen Caress, liebkosen. Der Einfachheit halber legen wir jetzt einfach mal fest, dass die rechte Hand immer zu ihr hinter den Kopf kommt und die linke Hand immer zu ihm hinter den Kopf. Was ganz wichtig ist, wir halten uns hier nicht richtig fest, so wie beim Händeschütteln, sonst ist das auch nicht so elegant und angenehm, sondern wir haben eigentlich die Hände sehr, sehr locker nur gefasst. Er hat den Arm gerade und sie, ich drehe mich mal kurz um, hat ihn so, um ihn hier locker abzulegen. Und das gleiche andersrum, wenn es bei ihm hinter den Kopf geht, hat sie den Arm gerade und er hat den Arm angewinkelt und dann kommen wir wieder zusammen. Wann machen wir das und während welcher Schritte? Am besten nach einer Damendrehung. Wir könnten es auch während des Grundschritts machen, vielleicht zum Ausprobieren. Wir tanzen Grundschritt und er darf entscheiden, geht es mal zu ihm, geht es mal zu ihr. So hat man schon ein Gefühl für dieses Caress. Und dann bietet es sich an, das nach einer Damendrehung zu tanzen. Die Damendrehung hatten wir bisher, ihre rechte, sein linker Arm getanzt. Wenn er jetzt die Hand wechselt und rechte Hand hat, könnten wir die Damendrehung auch an der rechten Hand tanzen und hätten hier direkt die Hand, um bei ihr ein Caress zu tanzen. Machen wir das nochmal ganz langsam. 1, 2, 3. Auch hier ist die Hand, wie vorhin bei der Damendrehung, bei 3 schon oben und recht locker. 5, 6, 7. Und während des nächsten Grundschritts geht sie dann locker über ihren Kopf. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Währenddessen könnten wir unten schon linke Hand fassen. Und jetzt kann die Dame auch hier wieder ihre Damendrehung tanzen. Die Schritte bleiben genau gleich, nur dass wir jetzt die linke Hand haben. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und dann geht die Hand bei ihm anschließend hinter den Kopf und wir könnten hier wunderbar wieder in die Tanzhaltung gehen, da der Arm von ihr ja sowieso hier oben hingelegt wurde. Und wenn er jetzt schnell ist und sie einfängt, bleiben wir hier einfach in der Tanzhaltung. Mal alle 3 Drehungen vielleicht nacheinander. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Rechte Hand. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Rechte Hand. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Caress bei ihr. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Caress bei ihm.